Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Werkbänke. Werkbänke selber kaufen, also kaufen oder selber bauen, sowas. Genau, ich habe beides getan. Und wie du schon im Hintergrund sehen kannst, habe ich hier eine lange Werkbankzeile. Die ist gekauft, besteht aus 4 einzelnen Werkbänken, die ich zusammengeschraubt habe. Und dort habe ich beispielsweise eine Werkbank oder hier auch selber gebaut. Dort ist wieder eine von Steffi, die ist gekauft. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Und welche dies sind, die zeige ich dir heute in diesem Video. Vielleicht kann ich dir so ein bisschen die Entscheidung abnehmen, ob du dir eine Werkbank selber baust oder kaufst. Fangen wir einfach mal mit der gekauften Werkbank an, was das für Vorteile hat, beziehungsweise, ja, was das für Vorteile hat. Ganz einfach, die ist schnell lieferbar, beziehungsweise schnell einsatzbereit. Das heißt, wenn wir uns jetzt eine Werkstatt aufbauen, dann brauchen wir nicht wirklich viel Werkzeug, weil bei jeder gekauften Werkbank ist meistens das Werkzeug, was du benötigst, mit dabei. So, das war auch hier bei dieser hier so. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen in die Anleitung hineingefuchst und dann habe ich das Ganze aufgebaut. Es war, ich glaube, ein Akkuschrauber erforderlich, ein Kreuzschraubendreher und ein Nimbusschlüssel. Das war aber allerdings schon dabei oder der. So, dann habe ich das Ganze aufgebaut. Die erste, da habe ich, weiß ich nicht, muss ich lügen, 2 Stunden gebraucht. Bei der zweiten dann 1 Stunde und bei der dritten 1/2 Stunde und dann bei der vierten, ich weiß nicht was, 5 Minuten, nein, gelogen, wahrscheinlich 20 Minuten. Also es ging ziemlich flott. Ich hatte innerhalb von einem Tag die gesamte Werkbank stehen. Dann habe ich die Arbeitsplatten nochmal gekürzt, damit ich hier der Zwischenraum nicht mehr so viel Luft oder Platz verloren geht. Und dann hatte ich das Ganze stehen. Der Eindruck jetzt hier bei dieser Werkbank ist sehr hochwertig, wie ich finde. Das Ganze ist sehr, sehr stabil. Ich würde sogar sagen stabiler als meine selbstgebaute. Schauen wir uns gleich nochmal an. Genau. Und zur Funktionalität, also ich bin dort gebunden. Also es gibt zwar verschiedene Modelle auf dem Markt. Ich werde hier mal 1, 2 unten verlinken. Ja, ich habe jetzt hier eine Menge Schubläden. Ich habe mich einfach für eine Menge Schubläden entschlossen, weil ich wirklich ganz, ganz viel Zeug habe. Das Tolle hier bei dieser Serie, du kannst das Ganze halt beschriften. Viele sind noch nicht beschriftet, viele sind beschriftet. Du hast hier unterschiedliche Schubläden, also hier schmale und hier unten 3 große. So, davon habe ich insgesamt 2 Schränke und von dieser Variante habe ich auch 2. Die hat beispielsweise so eine Tür. Ja, und in dieser Tür kannst du mal etwas Größeres ablegen. Also hier gibt es Einlegeböden, die sind aus MDF, biegen natürlich mit der Zeit durch, kann man aber austauschen. So, das heißt, ich habe hier wirklich eine Menge Stauraum und das innerhalb kürzester Zeit. Wenn ich jetzt so eine Werkbank bauen müsste, kann ich locker schätzen, so eine Woche oder 2 Wochen, die gehen mir flöten. Und natürlich brauche ich das dementsprechende Werkzeug. Und heutzutage stellt sich die Frage, welche Frage stellt sich die? Ja, Material. Das Material ist durch diese, ich sag's jetzt mal, Wirtschaftskrise wirklich sehr, sehr gestiegen. Alleine wenn ich jetzt im Baumarkt gehe, schlackern mir die Ohren, wenn ich gucke, was Multiplex kostet oder Sperrholz. Das ist echt der Wahnsinn. Oder ganz normales Vollholz, echt. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen geht wahrscheinlich die Tendenz dazu, wenn du dir jetzt eine Werkstatt einrichtest, dass du dir eine Werkbank kaufst. Zumindest die erste Werkbank oder eine Werkbankzeile, je nachdem, was du vorhast. So, und jetzt kommen wir mal zum Nachteil. Also stabil ist das Ganze, es ist sehr robust. Ich habe jetzt nochmal die Arbeitsplatte geölt und geschliffen, also zweimal geschliffen, zweimal geölt und bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Nachteil ist natürlich bei so einer Werkbank, du bist gebunden an Maßen. Das heißt, es gibt zwar viele Sets, es gibt L-Formen, es gibt längere Werkbank, kleinere Werkbänke. Ne? Du kannst da so ein bisschen rumbasteln wie so Bausteine, aber trotzdem bist du irgendwie gebunden. Wir haben jetzt hier eine Gesamthöhe von 87 cm. Und wer meine alten Werkbänke kennt, dort hast du eine Arbeitshöhe, die ich selber ausgesucht habe. Die hat nämlich 99 cm. Warum nicht Meter, weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir das damals so ausgesucht, dass alle eine Höhe haben. Und warum, weshalb das Ganze? Ganz einfach, wenn ich jetzt mal hier, keine Ahnung, ein Gartenhaus baue oder eine Wand oder ich weiß es nicht, dann kann ich hier diese Werkbank hier mitnutzen und das Ganze ist jetzt schräg. Und damals habe ich mir so gedacht, ich habe es auch so genutzt in der alten Werkstatt, da die nicht so groß war, dass ich beispielsweise die Werkbank da hinten oder die Kapp- und Gärungsstation, dass ich beispielsweise Werkstücke
alles schön waagerecht abstellen kann. Das ist nämlich jetzt nicht der Fall. So, ich habe nämlich jetzt hier einen Mix in der Werkstatt. Das heißt, ich müsste hier was unterfüttern. Das ist natürlich der Nachteil. Wenn du dich dazu entscheidest, alle deine Werkbänke zu kaufen, dann hast du wahrscheinlich auch eine Arbeitshöhe. Aber du bist natürlich gebunden. Wenn du jetzt ein großer Mann bist von 1,90, 2 Meter, dann kann das hier schon ein bisschen zu tief für dich sein. Dann kommen wir mal zum nächsten Nachteil, und zwar ist das so Schubkastenführung. Ich weiß es allerdings nicht, welcher Hersteller das Ganze ist. Das Ganze ist ja auf Kugeln gelagert, ne? Und die Lebensqualität, ja, weiß ich leider nicht, ne? Wie es mit Ersatzteilen ist, weiß ich leider auch nicht. So, das heißt, da bist du natürlich auch gebunden. Wenn du dir so eine Werkbank selber baust, wie jetzt hier der Fall ist, da kannst du dir das komplett aussuchen. Führungsschienen du haben willst, diese sind beispielsweise von Hettich. Das heißt, ich kann sie auch austauschen. Es gibt Ersatzteile und alleine Hettich ist ja schon ein Name. Da weiß man, das ist einfach nur Qualität. So, bei so einer Werkbank, die ich mir bei eBay kaufe oder bei Amazon, weiß man das Ganze nicht. Man kann einfach Rezensionen lesen, aber ja, wie sieht's aus in 10, 20, 30 Jahren? Wenn du jetzt ein Anfänger bist, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren da lassen. Hast du schon eine Werkstatt? Zu was tendierst du? Willst du lieber deine Werkstattmöbel selber bauen? Wenn du die jetzt selber baust, wie ich jetzt, ne, dann kannst du dir auch beispielsweise eine Tischkreissäge integrieren mit so einer Werkbank. Das geht alles. Du bist also sehr, sehr kreativ. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Anleitungen auf YouTube. Hast wahrscheinlich alle schon gesehen. Und da kannst du natürlich dir deine Kreativität freien Lauf lassen. Besser gesagt, du kannst dir deine Möbel bauen, so wie du die brauchst, ne? Und das kannst du natürlich bei so einer gekauften Werkbank nicht. Für mich war es einfach dieser Faktor Zeit. Und das Ganze ist so wie so eine Männerküche, möchte ich mal sagen. So eine Ladentheke, so eine große Zeile. Und hier wird sich auch so ein bisschen was tun in nächster Zeit. Ich vermute mal, dass ich die Rollen einfach abschrauben werde. Das Ganze ist wirklich mobil, aber ich brauche es jetzt nicht. Das Ganze, also ich habe hier genug Platz in der Werkstatt. Das heißt, ich werde die Rollen wahrscheinlich abschrauben, damit das Ganze ein bisschen tiefer kommt. Weil wenn du jetzt hier siehst, lass dich jetzt nicht irritieren von dem Hobel. Da gibt es demnächst auch eine Unterkonstruktion. Das heißt, die mit dabei war, die fand ich jetzt ja ein bisschen schwer, mal hin und her zu schieben. Und da stand da immer im Weg. Und darüber gibt es da nochmal ein Projekt. Ne? Wenn du das sehen willst, unbedingt abonnieren. So, und jetzt hier ist es auch der Fall, das Ganze ist einfach zu groß. Steffi arbeitet des Öfteren jetzt auch hier mit in der Werkstatt. Und sie ist ein bisschen kleiner als ich. Das heißt, die 99 cm, die sind wirklich nicht mehr gegeben. Hinzu kommt, dass der ja von der Stabilität her, ja, ist auch stabil. Der ist jetzt 3 Meter lang und unten habe ich ein Kantholz stehen. Sonst würde sich das Ganze so einen kleinen Ticken durchbiegen. Ich habe das auch mal in meinen früheren Videos mal erwähnt. Ich hatte das damals so gebaut gehabt, weil das meine alte Werkstatt war so eine Garage und ich wollte die komplette linke Zeile ausnutzen. Deswegen habe ich das Ganze so lang gebaut, nur noch auf Rollen, falls ich mal ausziehe. Und es hat sich wirklich viel Zeit gemacht. Also der Umzug war wirklich gut. Und was du noch machen kannst bei einer selbstgebauten, ja, die sind ein bisschen teurer, möchte ich sagen. Aber bei so einer selbstgebauten Werkbank, wie gesagt, du kannst dir das dementsprechend anpassen, so wie du es haben möchtest. Du kannst das Ganze erweitern und. Beispielsweise habe ich hier mit den Jahren mir dann irgendwann eine Vorderzange angebaut. Ich kann das jetzt beispielsweise bei einer gekauften Werkbank, ist es wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie eine Vorderzange anzubauen. Vielleicht hast du das auch schon mal getan, aber wenn ich jetzt da eine Vorderzange anbringen möchte, da verliere ich mindestens eine Schublade oder zwei, weil das Ganze irgendwo untergebracht werden muss. Ich habe nicht wirklich die Fläche, also ja, es macht für mich einfach wenig Sinn dann. Ne? Wenn ich jetzt heute nochmal zurückblicke, ich habe die Werkbänke ungefähr vor 5 oder 6 Jahren gebaut, würde ich wahrscheinlich aufgrund der hohen Kosten das Ganze nicht mehr machen. Es gibt heutzutage Werkbankzeilen für 5, 6, 700 Euro. Und wenn ich jetzt überlege, alleine was das ganze Ding an Führungsschienen gekostet hat, da sind wir auch bei 300 Euro ungefähr schon. Die Arbeitsplatte, die ist aus 7 cm dicker Buche, also ich habe 4 oder 6 20 mm starke Buchenplatten miteinander verleimt, damit ich halt dieses Spannsystem verwenden kann. Genau, da haben wir jetzt hier einen Wert von, ich vermute mal 2000 Euro von dieser Werkbank und auch alle anderen, und da könnte man sich auch was anderes bauen. Was natürlich dafür spricht, ist, wenn du dir eine Bandsäge kaufst,
ne? Eine kleine Bandsäge, du brauchst einen kleinen Rollwagen oder hier dieser Hobel, da mal was anderes bauen, dass du auf der gleichen Höhe kommst, auf den gekauften Werkbänken. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das gibt es wahrscheinlich nicht zu kaufen für solche Maschinen. Aber jetzt nochmal die ganzen Werkbänke selber zu bauen, alleine die Schubläden, was das für Arbeit macht, das Ganze zuzusägen, zu klinken. Und also es ist wirklich ungemein, wirklich viel, viel Arbeit. Wenn du Bock drauf hast, ja, gerne. Aber wenn du, wie ich, jetzt keine Zeit dafür hast, ne, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, welche zu kaufen. Ich werde dir meine Playlist unten in der Videobeschreibung verlinken von den ganzen Videos hier, wie ich den Boden beispielsweise gemacht habe, wie ich die Wände gemacht habe, wie ich die Beleuchtung gemacht habe, meine Heizung, wie ich die Werkbank gebaut habe, über die Werkbank von Steffi, wie ich eine Schiebetür gebaut habe und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.